Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Ja, wir sind hier im Gefängnis stehen geblieben. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten. Weil es sind ja doch ein paar Stockwerke hier auf jeden Fall. Wer sich nicht angucken will, der überspringt das einfach. Aber nach unten gibt es noch ein paar Items, die ich mir gerne noch holen würde. Außerdem gibt es ja noch ein paar Gegner hier, die man auch noch nebenbei platt machen kann. Okay, gekoppelt sind wir alle. Und dann würde ich sagen, suchen wir mal die ganzen Räume ab. Beziehungsweise können wir hier schon durch? Nein. Okay. Ja, wir können nämlich noch in die anderen Zellen teilweise rein. Also nicht in jeder, aber in manche. Und da gibt es auch einige besondere Items, die ich auf jeden Fall haben wollen würde. Vor allem für Excel gibt es da eine ganz bestimmte. Ein bestimmtes Item. So, da kommen wir nicht rein. Kommen wir überhaupt. Ja, wollte schon sagen, kommen wir überhaupt irgendwo rein. Aber ja. Ein Ausbruch. Ihr seid aber munter. Ich will noch nicht sterben. Ich bleib lieber hier. Wollt ihr nicht Karten spielen? Das ist langweilig. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr was. Nur ich kann euch nichts umsonst schenken. Sagen wir 500 Gil für jedes Spiel. Einverstanden? Naja. Nee. Lassen wir das mal. Karten spielen muss ich jetzt nicht. Und da haben wir den ersten Knacki-Gegner. Alles klar. Och, mein Gottchen. Das kleine Vieh kriegen wir doch schnell weg. Das ist aber ein schwacher Angriff von Selfie. Von Christus auch. Von Zell geht's eigentlich. Okay, aber könnte besser sein. Und jetzt fliegt er. So, ja. Hier gibt es einige starke Gegner, aber auch relativ schwache, kann man sagen. Also wie ihr gesehen habt, da haben wir jetzt einmal nur einen kleinen schwachen Gegner gehabt. Und ja. Kommen noch welche auf jeden Fall, die ein bisschen stärker sind. Ich muss mal kurz. Ja, okay. Sind alle gekoppelt. Ich dachte schon, ich hätte jetzt Karbunkel vergessen, aber nein, die haben wir auch. So, wir brauchen aber nicht mehr lange bis in die erste Etage. Das sind ja zum Glück bloß 13 Stockwerke, glaube ich. Ne, 12. So, einmal Zelt erhalten. Nehmen wir doch gerne. 12 Stockwerke sind es und ja, wir sind da schon Stockwerk 4 und gucken uns erstmal nach unten um. Ja, der Weg nach oben wird natürlich ein bisschen langwierig dann wieder. Wie gesagt, ihr könnt ja dann umschalten bis dorthin. Mal schauen, wie weit wir oder wie lange es dauert, bis wir da unten sind, oben sind. Aber ich denke mal, das geht recht schnell. Ich werde mich auf jeden Fall beeilen hier. Die Gegner auch recht schnell besiegen, damit wir hier nicht allzu lange rumwandern müssen. Oh. Okay. Dann werden wir einmal das tun. Das hier. Und das hier. Ich glaube, Strom wäre besser gewesen. Aber egal. So lange werden die auch nicht aushalten. Ifrit macht die schon mal. Oh, Mist. Ja, Ifrit heizt die schon mal ein bisschen ein hier.
oder? Ja, 2000, das ist doch eine gute Anzahl. Das nehmen wir doch. Oh, Eisenkugel, okay. Haben wir auf jeden Fall gute Sachen bekommen. Nehmen wir doch glatt mit. So. Und unter da. Zweite Etage, naja, komm, die in die Etage kriegen wir dann auch noch mit. So, hier haben wir noch eine Kiste. Was haben wir drin? Hunde-ID. Alles klar. Und haben wir hier noch irgendwas drin? Ja, wahrscheinlich. Noch eine Kiste. Mit Stärke plus. Alles klar. Das kommt jetzt. Oh, so ein Vieh. Na, da können wir einmal Rauben machen auf jeden Fall. Dann holen wir uns das Eisenrohr, genau. Dann machen wir einen Angriff und dann passt das. So. Und den letzten Schlag kann Ifrit machen. Dann wäre das auch erledigt. Wie gesagt, ich versuche mich auf jeden Fall zu beeilen, dass wir hier nicht allzu lange rumgurken. Dauert ja doch ein bisschen. Aber wenn man was Wichtiges haben möchte, dann muss man sich das auch holen. Und für Xel ist es sehr wichtig, weil es eins von seinen Limit-Techniken ist, sozusagen, die wir hier kriegen. Das ist, glaube ich, sogar die erste, die wir kriegen hier. Wenn ich mich nicht irre. So, hier. Okay, das ist bloß ein Speicherpunkt. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber hier ist noch was. Da ist ein kleines Heftchen. Beat 'em up 001. Einmal, dann haben wir es ein bisschen sortiert. Und hier, Kampfsportler. Beat'em up 001, Delfinschlag, übermächtig. Wisst ihr eigentlich, was Delfine sind? Es sind Säugetiere, die im Meer leben. Beim Delfinschlag wurde das Geheimnis Delfine gelüftet und in Schlagkraft umgesetzt. Er erfordert höchste Konzentration. Ja, die Kombination läuft ein bisschen anders als sonst. Und ja, auf jeden Fall lustig, dass es so eine Technik überhaupt gibt. Okkult-Fan, ja, okay, das hatten wir ja schon. Okay, die haben es jetzt verbraucht. Selfie nochmal. Okay, dann können wir wieder zurückgehen. Haben wir das erledigt hier. So. Hier geht es ja noch runter, da will ich auch noch mal gucken kurz. Da schauen wir uns mal kurz um. Da sind sie? Ja. Wir sind auch gleich wieder weg. Geht ganz schnell. So, der erste weg. Der zweite ist noch ein bisschen todesmutig. Will noch ein bisschen mit angreifen. So. Aber der ist auch weg. Ja, die Soldaten, die sind eigentlich leicht zu besiegen immer. Die Roboter sind da schon ein bisschen stärker. Die halten da ein bisschen mehr aus. So. Ach, runter geht's weiter ja nicht. Alles klar. Dann müssen wir doch nach oben. Und den ganzen Weg natürlich außenrum wieder. Ja, ist leider so. Die Wege, also man kann später Wege frei machen, aber auch nur an bestimmten Etagen, damit man da nicht außenrum latschen muss. Ja, aber das können wir erstmal, wenn wir ganz oben sind.
drehen wir uns hier mal ein bisschen im Kreise und da haben wir einen kleinen Roboter. Können wir den auch so platt? Können wir mal probieren. Also viel dürfte er ja nicht haben eigentlich. Aber viel zieht er auch nicht ab, also geht's noch. So, da gibt er schon um. Naja, das war ja nicht. Da hätte ich aber mehr erwartet eigentlich. Umso besser, wenn die so einfach gehen. So. 4D Etage. Na komm, das geht doch okay zucki hier. Nein, wo will ich denn hin? Hier lang will ich. So, den machen wir mal ganz schnell platt hier. Ach Gottchen. Und jetzt schläft er noch eine Runde. Ja, falls ich nicht so gesprächig sein sollte, tut es mir schon mal im Voraus leid. Ist auch schon ein bisschen spät. Und ja, ich war ja auch noch arbeiten. Und da war es doch ein bisschen anstrengend. Und da bin ich ein bisschen knülle und versuche natürlich meine Kommentare so ein bisschen aufzupeppen, aber wenn es einfach nicht geht, dann geht es einfach nicht. Aber ich wollte unbedingt auch was aufnehmen hier, bevor ich nichts habe. Und ja, ich will euch ja auch ein bisschen zufriedenstellen hier sozusagen, ne? So. Okay, da werde ich jetzt wieder eine GF benutzen, weil drei Gegner ist umso ein 4 jetzt auf einmal. Nehmen wir mal ein bisschen Strom. Sirene. Und Ifrit. So. Das sollte eigentlich schon ganz schnell gehen. Feuern bis zum Endschlag. Komm schon. Einmal noch. 131, das sollte eigentlich genügen. Ja, safe. Das reicht auf jeden Fall. Schraube und Portion erhalten. Ja, Potion erhalten. Portion. Komme ich jetzt auf Portion? So, aber die Hälfte auf jeden Fall schon mal hinter uns wieder. Chance auf Erstschlag, na, die nehmen wir doch gerne an. Naja, nicht mal getroffen. Xel, was machst du denn? Jetzt aber. Ach, schon wieder nicht? Das ist ein bisschen schwach jetzt von dir, aber. So, jetzt aber weg, oder? Och, das gibt's doch nicht. Jetzt du nicht mal. Naja, eine kleine Attacke. Die nicht wirklich was bringt. Ja, aber der hat ganz schön Energie jetzt auf einmal. Vorhin ist er doch schon bei 6 Mal oder so abgeklappt und jetzt hat er schon ein paar Schläge mehr abgekriegt. Na, die Viecher werden langsam stärker. Merkt man richtig. Nicht gut. Aber was soll's.
So, jetzt müssen wir in der 7. sein. Jawohl. Kommen wir einmal hier rum. So, da kommen wir nochmal hier rum. Dann sparen wir uns mal ein bisschen was. So, 9. Etage, da müssen wir wieder außen rum. Was soll's? Hilft ja nichts. Ich glaube, hier gibt es noch was, oder? Ja, ein Drawpunkt. Topso. Gehen wir Selfie. Hat sie noch ein bisschen was dazu bekommen. Stärkt ja auch ihre Statuswerte. Ja, ab in die 10. Seed Level 6, ja, das sollten wir auch mal langsam steigern. Dass wir da ein bisschen mehr Kohle rauskriegen. Da ist der Robo-Heini. Den können wir so wieder platt machen, eigentlich. Sollte auf jeden Fall machbar sein. So, genau, schön einschläfern hier. Und weg ist er schon. Na, das ging ja flott. Wieder mal. Aber ich dachte, der Gegner wäre schwerer. Weil er so ein großer Klopper auch ist. So, gibt's hier noch was? Hier ist noch einer. Der pennt. Will der nicht? Okay, dann nicht. Hm. Der will anscheinend nicht. Na gut, dann halt nicht. Gibt's hier noch was? Speicherpunkt. Brauchen wir nicht. So, 11. Etage. Na, dann haben wir es ja gleich geschafft. Trepp auf, Trepp ab hier. Aber es tut man nicht alles, um ein besonderes Item zu bekommen. So, Blitzka, ui. Ja, gehen wir Xel mal. Blitzka ist nicht schlecht. Und schon wieder so ein Flattermann. Die kommen ja schon häufig hier. So, und jetzt aber auch mal ein paar Mal treffen hier, ne? Das ist... Ja, sehr gut. Wunderbar. Jetzt müsste aber auch langsam umfallen hier. Ja, oder auch nicht. Ja, natürlich, daneben. Treffer und versenkt. Sehr gut. So, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich ganz oben. Dann müssten wir eigentlich bei Squall sein. So, gibt's hier noch was? Noch ein Typ, der hier rumsitzt im Knast. Geil. Alle Straftäter hier. Ach, schon wieder so einer. So, wer zuerst? Christus. Rauben wir mal und Ifrit. Eisenrohr geklaut, sehr gut. Nehmen wir gerne an. So, Ifrit macht jetzt kurz einen Prozess noch mit dem. So, das sollte auf jeden Fall reichen. Ja, easy. Bendigo-Karte noch dazu. Oh, Brothers hat Gone Force Magie bekommen. Plus 20 könnte er jetzt machen. Ja, dann zieht er das erstmal. So, den Typen brauche ich jetzt nicht anquatschen unbedingt.
Er hat, glaube ich, auch nichts Wichtiges dabei. So, 12. Etage. Und dann haben wir den Schaft. Nochmal einen kleinen Gegner. Zwei so eine Viecher. Ach, kommt schon. So. So, zieht mal durch hier. Ob das was klappt. Mal schauen. Die schweben ja. Oder fliegen. Ob die da überhaupt abkriegen, ist die Frage. Eigentlich müssten ja. Ja. Tja, da sind sie eingeschlafen. So müde waren sie. Windmühle. Oh, es wird halt Stürme erlernt. Sehr gut. Force HP. 140 kostet das. Schon ein bisschen viel. Wenn nicht, würde ich erstmal Kugelwandler machen. Damit wir für Irvine Munition herstellen können. Wäre auf jeden Fall sehr praktisch für seine Limit-Techniken. So, ganz oben angekommen. Verstehe, die können die Sicherung alle deaktivieren. Also soll es auch sein. Ne? Hey, Squall. Aufstehen. Wach auf, Squall. Ich bin wach. Na, Gott sei Dank, jetzt im Hut. Bist du okay? Es war die Hölle. Wir sollten erstmal raus hier. Nimm. Laguna, Laguna. Laguna? Abkürzung bauen? Welche Etage? Welche? Welche Etage machen wir? Machen wir die 12 gleich. Laguna. Laguna. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Der brüllt nur Laguna weiter, alles klar. Bist du nicht als Laguna schon mal hier gewesen? War ich nicht. Dann weißt du auch nicht, wie man hier rauskommt, Squall. Jedenfalls sind wir bisher immer nach oben gelaufen. Vielleicht müssen wir doch nach unten. Es wird schwer sein, zurückzugehen. Durch den Alarm sind nicht nur die Wächter, sondern auch Monstergirl unterwegs. Sag mal, Squall, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Boah, was zum Henker ist das? Ein Kran, der die Einzelzellen von unten hinauf transportiert. Aha, das heißt, dieser Schacht geht direkt nach unten durch? Wenn wir hier einfach runterspringen, kommen wir irgendwann unten an, oder? Wir können es ja versuchen, aber diesmal ohne dein... Boah, ich kann mich erinnern. Dieser Kran müsste sich von oben und von innen bedienen lassen. Ich erinnere mich, wie Wart das gemacht hat. Aber das Ding muss gleichzeitig an zwei Stellen bedient werden. Jemand muss bleiben und es von oben bedienen. Tja, da wird bloß einer in Frage kommen. Yep. Du hast als einziger Ahnung. Ich? Okay, schon okay. Ich werde von oben die Anweisung geben, also hinein mit euch. Hier wird also der Kran gesteuert. Hey, hört ihr mich? Laut und deutlich. Und was muss ich machen? Drück auf den roten Knopf auf der Bedienungstafel direkt vor dir. Den Rest können wir hier. Okay.
So, dann fahren wir mal nach unten. Score müssen wir auf jeden Fall noch koppeln. Der hat nämlich noch nichts. Hey, was machen wir nun? Ich sehe da drüben eine Tür. Und? Wir gehen mal dorthin. Vorher nehmen wir bei Excel mal alles raus. Erstmal. Obwohl. Nee, machen wir nicht. Wir lassen das so. Quistes. Da kommt Shiva raus. Und bei Selfie kommt Karbunkel raus. Gegner 50%, das lassen wir mal so. Okay, Score kriegt Shiva und Karbunkel. Okay. Das sollte erstmal hinhauen so. Sehr gut. Alles klar, dann laufen wir mal eine Runde. Ah, zugeschüttet. Sand. Zugeschüttet? Der Keller? Wie auch immer, wir können hier nicht raus. Was? Schüsse? Da scheint es ziemlich bunt zuzugehen. Zell! Wir müssen schnell zurück. Na los. Da sind sie, da drüben. Fast die Flüchtlingen lebendig oder tot. Mist, es sind zu viele. Wir müssen weg hier. Na, der wird mich kriegen. Ja. Ja, jetzt dürfen wir erstmal vor den Gefangenen hier, vor den Wächtern hier ein bisschen flüchten. Aber Xell alleine kriegt das schon hin. Die sieht's fliehen. Ey. Freundchen, so nicht. So. Auf die Scharnutze gibt's hier. Jetzt kann Xell mal ein bisschen trainieren hier, ne? Ein bisschen zeigen, wo der Hammer hängt hier. Aua. Das kommt davon. Stirb. Oder auch nicht. Ich habe nur kurz hingelangt. Squall, danke. Was zum... Loslassen. Lass endlich los. Hohlkopf. Score, Xell! Hä, warum kommen die von oben? Ihr scheint ja okay zu sein. Score, lauf nicht alleine davon. Ist dir Xell so wichtig? Scheint wohl so. Wow. Hundekacke, wir können uns kaum rühren. Ah, wow. Ach, wer ist denn da? Wird doch mal Zeit, dass er hilft. Und vor allem auftaucht. Zieh keine Show ab. Wenn Irvine nicht so herumgetrödelt hätte, wäre alles nicht so schlimm geworden. Squall. Squall lebt. Ich wusste doch, dass Squall okay ist. Ja. Rinoa, bist du okay? Du bist okay. Klare Sache, schließlich habe ich sie in Sicherheit gebracht. Was soll das heißen? Ich meine, mein Vater hat die Galbadia-Armee Befehl gegeben, mich hier herauszubringen. Und dann hat dieser Typ mich alleine herausgezerrt, obwohl er wusste, dass Squaw und die anderen noch hier sind. Nein, das ist nicht zu glauben, oder? Ah, sorry. Ich gebe es ja zu. Deswegen sind wir ja zurückgekommen, um zu helfen. Nachdem ich gebettelt und getobt habe. Wir sollten uns jetzt auf den Weg machen. Keine Chance, der Keller ist zugeschüttet. Natürlich. Dieses Gefängnis ist gerade abgetaucht. Abgetaucht? Genau, dieses Gefängnis. Da sind sie. Die Flüchtlinge. Squall, nimm dir zwei Leute und geh nach oben. Wir kommen hier schon alleine klar. Nach oben?
Keine Zeit für Erklärung. Der Ausgang ist oben, glaubt mir. Verstanden. Ich kann euch führen. Okay, Renoa bleibt bei uns. Ich würde gerne Irvine mitnehmen, aber es geht schlecht. Ah, da nehme ich Christus noch mit. Kein Problem. Renoa muss ich auf jeden Fall mal Level nehmen. Das werde ich demnächst mal tun. Ich werde das Pferd schon schaukeln. 9. Etage. Alles klar. Genoa. Ja, genau. Koppeln. Nein. Nein. Ja. So, Renoa kriegt ja Bolus. Ja, ist okay. So. Dann können wir mit ihr auch ein bisschen was machen. Und rauben natürlich. Dann heilen wir sie mal noch. Und bei den anderen ist alles okay. So. Gehen wir mal noch schnell nach oben. Chance auf Erstschlag, damit wollen wir doch mal durchziehen hier. So, der kippt erstmal aus den Latschen. Ah, der kippt ja auch schon fast um, der Roboter. Naja. Umso besser. Lange wird er nicht durchhalten. Alles klar, da gibt er. Auf Score natürlich. Und der knickt ein. Geil. So wollte ich das ja haben. Potion geklaut, das ist gut. Zum Heilen können wir immer was brauchen. Und der fällt um. Schon Level 31, auch schön. So, dann gehen wir mal weiter. Müssen wir wieder mal nach oben laufen, aber na gut. Hilft ja nichts. Müssen wir halt durch, ne? Ach, wieder so ein kleiner Roboter. Naja, den kriegen wir ja schnell platt. So. Eisenkugel dreimal. Das ist gut. So, komm. Den nieten wir mal jetzt um hier. Score macht den Gnadenstoß hier, denke ich mal, dann passt das. Jawoll. Nur so läuft es hier. So, ab nach oben. Welche wollen wir jetzt? 10. ne?